Jetzt ist endgültig, die Scheidung von Iris und Peter Klein ist durch, wie der Mallorca-Sänger nun via Instagram verkündete. Jetzt ist das Kapitel offenbar endgültig beendet. Peter und Iris Klein, beide 57, sind geschieden. Nach fast zwei Jahren Rosenkrieg und öffentlichen Vorwürfen fand am 26. November nun der von beiden lang herbeersehnte Scheidungstermin statt. Via Instagram meldete sich die Katzenberger Mama kurze Zeit später freudestrahlend zu Wort und erklärte: "Ich hab es geschafft." Ich bin glücklich und rechtskräftig geschieden. Es ist vollbracht. Jetzt wird gefeiert. Zu einem Selfie von sich schrieb sie außerdem: "Endlich glücklich geschieden, ich fühle mich befreit, der Spuk hat nun endlich ein Ende." Punkt. Aber nicht nur die 57-Jährige meldete sich nach der Scheidung, sondern auch ihr Ex-Mann. Auch er teilte auf Social Media ein Foto von sich und schrieb dazu: "Ich fühle mich gut." Lange herbeigesehnt und jetzt ist es geschafft, geschieden und glücklich damit. Außerdem fügte er die Hashtags Freiheit und Frei hinzu, möglicherweise dafür, um sich nun voll und ganz auf eine neue Beziehung zu konzentrieren? Zur Erinnerung, Anfang 2023 ging die Ehe von Iris und Peter Klein nach über 15 Jahren in die Brüche, nachdem die 57-Jährige ihrem Ex-Mann vorgeworfen hatte, sie in Australien mit Yvonne Wölke betrogen zu haben. Zwar beteuerten Peter und Yvonne stets, dass nie etwas zwischen ihnen lief, dennoch gab der 57-Jährige einst zu, sich wirklich in die Blondine verliebt zu haben. Ein Paar sind die beiden bis heute aber angeblich nicht, doch einigen Gerüchten zufolge könnte sich das mittlerweile geändert haben. Demnach könnten die beiden ihre Beziehung in der Joint-Show Forsthaus Rampensau öffentlich machen. Auch Iris Klein ist längst wieder in festen Händen, mit ihrem neuen Freund Stefan ist sie mittlerweile sogar schon verlobt.